Hallo, einen wunderschönen guten Abend oder wann auch immer Sie diesen kleinen Clip sehen. Mein Name ist Christian Schlegel, das ist Dienstag, wir haben 17:42 Uhr und Sie schauen diesen kleinen Clip, weil Sie etwas über den Nasdaq wissen wollen und der ist natürlich hochinteressant. Gehen wir mal auf die Woche, denn ich habe über den Jahreswechsel verschiedene andere Indizes auch auf Wochensicht gemacht. Hier sehen Sie dann noch richtig schöne größere Korrekturen. Das war jetzt im Jahr 2018, das war die Geschichte, als ich dann Herrn Trump an Silvester hinstellte, ich würde alles kaufen. Und seitdem ist er der selbsternannte Aktienguru. Wir haben hier richtig schöne Bewegungen gehabt, über Wochen, die er in eine Richtung ging. Wir sind seit dem Ende September von 7.500 oder 7.400 gestiegen auf jetzt 9.317 ohne nennenswerte Korrektur. Zumindest sehe ich hier keine. Sowas ist für mich eine Korrektur. Auch hier von der Wochentechnik sind wir ein bisschen schwächer. Wir kriegen hier so leichte Probleme über die Stochastik auch, aber ein echtes Verkaufssignal habe ich nicht. Muss ich also auch nicht drauf schauen. Jetzt gucken wir mal auf den Tag. Das ist jetzt der Tag, eine Kerze, ein Tag. Und wir sind hier von Ende September. Und diesen Trendkanal, den habe ich jetzt schlicht und ergreifend weitergeführt. Momentan passiert Folgendes. Wir haben ein neues All-Time-High. Wir überbieten das alte High, was wir hatten Ende Januar oder so, um den 20. Januar rum. Und wir machen neues High. Wir überbieten das obere Bollinger Band. Die Bollinger Bänder sind völlig normal. Die gelten nicht als eng, die gelten nicht als weit. Die sind völlig normal, wenn Sie das mal hier mit der Historie seit August letzten Jahres vergleichen. Kein echter Unterschied. Wir sind weiterhin in diesem Trendkanal. Einmal hier unten, einmal hier oben. Das heißt, wir haben Potenzial bis rund 9.460 und wir haben ein Risiko vom Trendkanal her. Ich mache hier mal das Fadenkreuz rein. Das würde dann heute liegen bei 9.000, ziemlich genau 9.000. Dazwischen liegen wir. Wir sind von der Technik her nach wie vor positiv. Wir haben ein verkürztes Histogramm. Wir haben noch nicht mal ein Kaufsignal über die traditionelle Sichtweise im MACD. Das ist also alles in Ordnung. Die Stochastik ist auf neutralem Niveau auch wieder nach oben gedreht. Es ist fein. Das Interessante hierbei ist, wenn man zum Beispiel sowas, Sie können es nachlesen bei Michael Vogt oder auch in den diversen Videos von meinem Kollegen Mario Lüdemann, wenn Sie mal die Dow-Theorie beachten, ja, wir haben hier einen Aufwärtstrend und wir haben hier eine offizielle, ich mache mal das Fadenkreuz raus, wir haben hier eine schöne Korrektur, eine auf den ersten Blick offensichtliche Korrektur, die an diesem Tag hier wird die Korrektur unterbunden oder vielmehr der Aufwärtstrend setzt sich fort. Wir steigen also hier, wir fallen offensichtlich, wir überbieten das letzte Verlaufshoch, das war dieses hier, dann setzt sich der Trend fort. Das hier ist keine Korrektur, das sind nur so kleine, tja, kleine Pinkelpausen, sagen wir es mal so. Dann geht das Ding weiter und das ist eine richtig schöne Korrektur hier, die haben wir gemacht und wir überbieten es gerade eben hier. Das heißt, der Trend setzt sich fort, 9.313, da gibt es nichts zu wollen. Und wenn einer hier gekauft hat, da, weil das Zwischenhoch hier überboten wurde und seinen Stop hier hinlegen musste, weil das das letzte Zwischentief war, kann er jetzt den Stop von hier nach da hinlegen und liegt unter 8.900 bitte, denn da ist auch das untere Band, da ist das letzte Zwischentief, wir sind etwas unter dem Trendkanal, 8.000, sagen wir mal 8.880 wäre jetzt der Stop, den er von hier hochziehen kann bis da hoch. Wie gesagt, Technik, es ist alles fein, es gibt nichts. Also ich sehe nichts im Moment Negatives. Ja. Vergessen Sie diese ganzen Impeachment-Sachen, lassen Sie es sein. Vergessen Sie Coronavirus, der wird irgendwann geheilt. Es gibt komische Dinge, das ist sowas wie Tesla. Also heute Nachmittag war das so, ich muss jetzt direkt mal schauen, Tesla, wo die jetzt hier sind. Ich gucke gerade eben hier rein. Die Tesla sind im Moment bei 901 Dollar. Die sind also jetzt im Moment um 17:46 Uhr am Dienstag genauso viel wert wie Daimler, BMW und VW zusammen. Machen Sie sich selbst den Reim drauf. Ist das gerechtfertigt? Yes or no? Das müssen Sie selbst wissen. Ich wollte Ihnen noch eine andere Geschichte zeigen. Das hat mir am Nachmittag ein Freund von mir rübergeschickt. Das hier ist Tesla. Da waren sie 918. Das war aufgenommen um 16:14 Uhr. Heute, also heute hier am Dienstag. So, und der eine oder andere von Ihnen wird sich erinnern. Das ist VW im Jahr 2008. Vielleicht können Sie sich daran erinnern. Das war eine Geschichte. Da ging die sogar mal über 1000. War alles in allem sehr tragisch. Ich will das jetzt hier gar nicht näher beschreiben. Es war sehr, sehr tragisch. Das Ding ging hoch und dann waren sie wieder bei 207, beziehungsweise ja, so 230 ging es runter. Aber die waren über 1000. Ich war dabei, ich habe es gesehen. VW über 1000. Und heute kann ich sagen, ich habe es gesehen. Die Tesla über 900. Es gibt kaum noch Verkaufsoptionen. Ich behaupte, das ist, ich muss jetzt hier ein bisschen abschweifen von den Nasdaq, das ist nichts anderes als ein ganz massiver Short Squeeze. Ja.
Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber ich halte die Finger auch nicht mehr lang still. Also irgendwann möchte ich da gerne einmal einen kleinen Betrag reinmachen. Allerdings dann, keine Ahnung, 1200er Schein. Muss aber mal gucken. Momentan gibt es nicht so viele Scheine. Ich habe welche bei meinem Lieblingsemittenten bestellt. Mal schauen, wann sie kommen. Nur, dass sie diesen Vergleich mal haben. Das ist Tesla heute. Das war VW von seiner Zeit. Und 207 auf 1000, ja. Also da kann sich noch was draufsetzen. Gut, kommen wir zurück zu Nasdaq. Ich habe hier mal ein paar Scheine mitgebracht, die sich bitte auf die Watchlist packen. So, und zwar für die Leute, die jetzt denken, der Nasdaq geht wirklich weiter. Sie könnten natürlich hier direkt unten drunter eine Basis wählen, aber ich werde dann immer ausgebuht, wenn ich so heiße Teile nehme. Deswegen suche ich einen, der unter oder an der 8900 ist, unter dem unteren Band, unter dem letzten Zwischentief, unter dem unteren Trendkanal. Und da komme ich auf sowas hier, 8897. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit momentan einem 22er Hebel und der Kennnummer GB7L45. GB7L45. Wie gesagt, 8.897. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was in Ordnung ist. Vielleicht muss ich den Put oberhalb von diesem Trendkanal setzen. Allerdings nicht jetzt gleich hier, sondern da muss ich schon über die 9.500 gehen. Dann habe ich aber auch einen relativ großen Hebel. Und ich fange mal mit einem 36er Hebel an. Das ist... Ja, ich habe da ein bisschen schlechtes Gewissen, aber das ist in Ordnung, dieser hier. Ein 9568er Put, ebenfalls von Goldman Sachs, auch ein Open-End-Schein, im Moment mit einem Hebel von 36,70. Der liegt also noch hier oben, wo jetzt die Maus ist. Der hat die Kennnummer GB81N5. GB81N5. Den würde ich allerdings schon stoppen, wenn wir die 9510 überbieten, da muss der raus, dass sie das Aufgeld retten können. Aber das ist der Schein, der mir jetzt auf Anhieb auffällt. Sie können tiefer gehen. 9520, 9530, ich würde es nicht machen. Ja. Die Märkte laufen heiß, so oder so. Sei das jetzt in Tesla, weil da also völlig übertriebene, im Moment ist die bewertet mit 150, ich glaube sogar 160 Milliarden, weil es übertriebene Bewegungen da gibt. Aber das sind keine einfachen Märkte. Wer damit Schwierigkeiten hat, dem empfehle ich schlicht und ergreifend an der Seitenlinie zu bleiben, denn Linda Reschke sagt auch, eine Position, die man nicht, also man kann long sein, man kann short sein, aber man kann auch gar nichts machen und nichts zu machen an der Seitenlinie ist auch eine Position. Also man muss nicht immer dabei sein. Ich spiele die letzten 2-3 Tage hier auch long, überwiegend in Aktien, fast gar nicht im Index, das geht, aber ich versuche gegen Abend mein Risiko rauszunehmen. Das ist nicht jedermanns Sache hier, dieser Markt. Akzeptieren Sie das? Der Markt ist immer... Der Markt hat immer recht, sagen wir es mal so. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.